Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion mit mir, dem Jan. Jetzt. Hier ist das Glas aber dreckig. Jetzt werde ich noch hier unten versuchen, die Sachen alles einzusammeln. Wo es geht, da Geld, habe ich keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht draußen. Es liegt da unten halt. Da im Schacht. Weiter unten. Das willst du nicht wirklich. Was? Boah, jetzt ist wieder hier im Schacht, oder? Die verdammte Brücke des Towers ist kaputt. Endgültig. Und ich weiß, dass die verdammten Decks was damit zu tun haben. Jedes Mal, wenn wir etwas Wichtiges erledigen müssen, geht die Brücke nicht hoch. Zufall? Wohl kaum. Für wie viele Jahre war mit der Brücke alles in Ordnung, bevor wir herkamen? Wie viele andere Brücken wie diese gibt es auf der Welt? Chicago, San Francisco, haben die irgendwelche Probleme? Nein, weil es dort keinen verdammten Deckset gibt, die alles ruinieren. Hä? Gibt's doch. Das sind alles echte Bilder hier, oder? Komme ich nicht im Keller noch irgendwie? Ich komme aber hier nicht mehr raus. Verdächtiger in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Nähern uns der Zielperson. Verdächtiger
Zentrale. Ich habe die Zielperson verloren. Kehrt zur Zentrale zurück. Das hat keinen Sinn. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. Sorry. Du näherst dich dem Albion-Drohnenlabor, wo die Mikrodrohne entwickelt wird. Ich hoffe, das ist es wert. Sicherlich. Du musst das Sicherheitssystem ausschalten, das das F&E-Labor schützt. Sind hier keine Wachen? Ist halt richtig, dass hier jetzt keiner mehr ist. Wie schalte ich die Dinger denn hier aus? Das Sicherheitssystem für das F&E-Labor ist aus. Irgendwo da drin sind die Pläne für die Mikrodrohne.
Ich habe die Pläne heruntergeladen. Du kannst jederzeit gehen. Ja. Keine Ahnung, ob ich das tun sollte, aber ich muss irgendeine Art Aufzeichnung über das machen, was ich gesehen habe. Dieser Ort ist wie aus einem Science-Fiction-Film. Und wir haben nicht mal die strenge Geheimlabore gesehen. Kein Zugang, natürlich. Wir sind nur für die Renovierung hier. Die Eierköpfe, die hier arbeiten, sind auch ein seltsamer Haufen. Ich schwöre, einer von denen ist ein Satanist. Ja, okay, ich kann jetzt gehen. Oder ich hole das Paket noch. Ich wüsste, wo es ist. Da habe ich wohl was gefunden. Ja? Hä? Nein, ich verstehe. Da wir jetzt die Pläne haben, können wir unsere eigenen Mikrodrohnen herstellen. Beeil dich, lieber Bax. Wir müssen schnell bei Tidus rein und Projekt Themis beenden, bevor Nigel loslegt. Und nach dem, was er gesagt hat, haben wir nicht viel Zeit. Ja, kann man hier eine schnelle Reise hin, ne? So. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Ja, ist mir jetzt erstmal egal. Wir haben unsere erste Mikrodrohne erfolgreich getestet und sie ist einfach total süß. Ich werde sie Sebastian nennen. Brechen wir bei Tidus ein. Und schnappen uns Nigel Cass neuestes Spielzeug. Projekt Themis. Bagley, weißt du vielleicht, wo der Name herkommt? Griechische Mythologie. Themis war die Göttin der Gerechtigkeit. Du weißt schon, die mit dem Schwert. Na das passt ja zu Nigel Cass. Siehst du, Schule ist noch für was anderes gut, als uns alles Fehlverhalten zu fördern. Finde die Pläne des Gebäudes und ich kriege den Standort von dem Projekt Themis heraus. Nee. Schade. Sicherheit.
Wo führt der hin? Nach draußen. Hier oben würde ich jetzt reinkommen. Schau dich nach allem um, was Themis heißt. Bin dran. Also wenn ich ein streng geheimes, unmoralisches Projekt wie Themis verbergen wollte, würde ich es im tiefsten Keller wegschließen. Du wirst dich aber durch ziemlich scharfe Security hacken müssen. Der Aufzug, der zum gesicherten Themis-Bereich führt, ist gesperrt. Du musst zuerst auf das Umleitungsterminal zugreifen. Dafür brauchst du einen Spider-Bot. Es hat aber sehr spät aufgefallen. Das hat aber lange gedauert. Hier will ich nicht hin. So, jetzt komme ich hier durch.
Muss ich nur noch als Person hier runterkommen, ne? Reinfliegen. So. Aktiviere Kampfmodus. Durchsucht. Zielperson weiterhin unauffindbar. Das ist jetzt belastend. So. Jetzt hier runter. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.